Mich hat die Frage erreicht, wie man denn einen eigenen YouTube-Kanal aufbaut, dass ich da Tipps und Tricks weitergebe. Das habe ich gemacht und jetzt schließt sich natürlich die nächste Frage an. Sabrina, was bringt denn eigentlich so ein YouTube-Kanal? Und ja, diese Frage möchte ich dir in diesem Video beantworten. Wenn man junge Leute befragt, vielleicht so die Generation von meinem Sohn, der ist jetzt 12, der wird bald 13, wenn man die fragt, was möchtest du denn eigentlich werden, dann kommt lustigerweise immer, also ganz oft, YouTuber möchte ich gerne werden. Wo ich dann immer so grinse und denke, krass, irgendwie, früher hat man sich gewünscht, Feuerwehrmann, Polizist oder sonst irgendwas zu werden oder Arzt, Rechtsanwältin, was auch immer. Und heute hat man als Berufsziel YouTuber. Und das, da muss ich immer grinsen. Und ich muss sagen, ja, ich habe zwei YouTube-Kanäle, aber ich sehe mich überhaupt nicht als YouTuber. Also ich mache das nicht, weil mir das irgendwie, also weil das mein Hobby ist, das ist jetzt nicht, also das ist quasi für mich so, dass ich mich weiterhin als Selbstständige sehe mit einem Einzelhandelsgeschäft. Ich habe ein Wollgeschäft, ein Handarbeitsgeschäft, ich habe Online-Shops und als Sprachrohr nutze ich YouTube. Also YouTube ist quasi nicht meine Selbstständigkeit, sondern nur ein super kleiner Teil, in dem ich mich und meine Wolle nach außen präsentieren kann. So sehe ich das. Und natürlich macht man auch nur die Dinge in der Selbstständigkeit, die sich lohnen, also indem man jetzt hier Arbeit reinsteckt und Videos dreht und Zeit und Geld investiert, das hier so auf die Beine zu stellen, auch mit der ganzen Technik, die es bedarf. Genau, da fragt man sich doch, Sabrina, bringt das eigentlich was, dass du einen YouTube-Kanal für deine wolligen Themen hast? Bringt das was für deine Online-Shops? Bringt das was für dein Wollgeschäft? Und genau, der Frage gehen wir jetzt nach. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, wie ich eigentlich zu YouTube gekommen bin. Also ich bin jetzt nicht morgens aufgestanden und habe gesagt, ich mache YouTube, sondern ich habe angefangen, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da habe ich versucht, mein Sprachrohr nach außen über einen Blogartikel zu gestalten und da hieß es, man braucht Blogs und ne, dann kriegt man da die Follower und dann kaufen die irgendwann auf dem Shop auch die Produkte. Und das habe ich angefangen und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Also dieses Blogartikel schreiben, dann Texte schreiben, Korrektur lesen, noch von jemand anders Korrektur lesen lassen, schöne Bilder machen, alles gestalten. Das war für mich nichts, wo ich so leidenschaftlich aufgegangen bin, muss ich sagen. Also das war für mich schwer und ich habe irgendwann im Laufe meiner Selbstständigkeit verstanden, dass der Erfolg nicht in der Schwere liegt, sondern der Erfolg liegt da, wo die Freude ist. Und mit Blogartikeln hatte ich einfach keine Freude, aber das habe ich erst nicht kapiert, weil die ganze Welt um mich herum gesagt hat, du brauchst einen Blogartikel. Also du brauchst einen Blogpost. Gut, und dann habe ich irgendwann angefangen, und dann kam bei Facebook so auf, das mit diesen Facebook Lives und so, und dann habe ich mich auch mal getraut und gleich mein erstes Live hatte super viele Aufrufe, wo ich so dachte, wow, krass, was kann man in kürzester Zeit hier für eine Reichweite erzielen? Und dann habe ich einfach angefangen und habe quasi in Facebook Lives meine Wolle präsentiert und ich habe nach jedem Video Pakete gepackt und die Leute haben genau das gekauft, was ich da vorgestellt habe. Also für mich total eine andere Erfahrung als mit meinen Blogartikeln. Die hat keiner gelesen, es hat nie einer bestellt gefühlt und es hat ewig lange gedauert, bis es fertig war. Und dann habe ich quasi mit einem One-Take, paar Minuten, sage ich mal, habe ich mich vor die Kamera gesetzt, habe live meine Wolle präsentiert. Und ich habe Pakete gepackt, ich habe Verkäufe gehabt, wo ich nur dachte, erstens ist es für mich viel einfacher und zweitens macht es mir Spaß. Und da kam das Thema Erfolg folgt der Freude. Bei Videos hatte ich einfach mega viel Spaß. Natürlich am Anfang, als man dann auf Aufnahme gedrückt hat, war man mega aufgeregt und weil es ja auch noch live war. Das kann man dann ja auch erstmal nicht so schnell wieder ungeschehen machen. Aber ich habe gemerkt, Videos ist mein Ding. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht und dann habe ich halt gemerkt, dass auch die Aufrufe von Videos bei Facebook jetzt langsam runtergingen und dann auch schneller wieder runtergingen, weil immer mehr Leute auf Facebook einfach Videos gemacht haben. Und am Anfang war es einfach so dieser Pionier, es gab so wenige, die Facebook Lives gemacht haben und alle, die es gemacht haben, hatten halt mega viel Aufrufe. Und genau, da habe ich halt von profitiert und dann habe ich gemerkt, es wird irgendwie schwieriger, eine Reichweite aufzubauen und also vernünftig weiter, ja, dass die Leute sich die Videos angucken und Wolle kaufen. Und bei Facebook ist es ja auch so, dass die Videos ziemlich schnell irgendwie verschwinden. Das heißt, alles das, was neu ist, das wird im Newsfeed angezeigt und nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen ist das Video ja weg. Und dann bin ich auf die Idee gekommen,
ich mache mir so viel Arbeit und so viel Herzblut stecke ich in meine Videos rein und dann sind die auf Facebook ein paar Tage online und laufen dann auch ganz gut und dann sind sie einfach weg. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, es wäre doch cool, wenn die Videos immer für mich arbeiten würden. Also das, was ich schon gedreht habe, dass die Leute das immer wieder angucken können, dass sie das immer wieder finden können und wenn die ein bestimmtes Thema haben, dass sie das einfach aufrufen können und sich wieder angucken können. Und das funktioniert über Facebook einfach nicht. Und dann war ich sehr schnell bei YouTube, denn YouTube ist ja nicht nur eine Videoplattform, sondern im Grunde genommen ist YouTube die zweitgrößte Suchmaschine hinter Google, weil nichts anderes ist es. Ich meine, hast du bestimmt auch schon mal gemacht, du hast irgendwie ein Thema, willst jetzt die Bedienungsanleitung nicht lesen und gehst auf YouTube und suchst, wie schließe ich denn das und das an oder wie funktioniert das oder wie baue ich ein IKEA-Regal auf oder was auch immer. Also bestimmt hast du es auch schon mal als Nachschlagewerk genutzt, YouTube. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wie cool wäre das, wenn quasi auch ältere Videos über die Suche in der zweitgrößten Suchmaschine, die es gibt, einfach immer wieder aufgefunden werden und so die Videos quasi ein Leben lang für mich arbeiten. Also ich strecke einmal Zeit rein, ich stecke einmal Herzblut rein, präsentiere meine Wolle oder zeige ein Tutorial oder was ich auch immer mache und dann ist dieses Video immer da in einer Datenbank und wenn jemand quasi das sucht, dann wird es gefunden. Fand ich total großartig. Und deswegen liebe ich einfach YouTube, weil diese ganzen zig hundert Videos, die ich schon gedreht habe, die sind nicht weg, sondern die arbeiten immer noch für mich und die bringen immer noch neue Leute auf meinen YouTube-Kanal, weil die irgendwas gesucht haben, über das ich schon mal ein Video gedreht habe und die landen dann bei mir. Irgendwer hat jetzt ein Video von mir gefunden, weil er vielleicht in der YouTube-Suche eingegeben hat, dreiseitiger Maschenanschlag stricken oder sonst irgendwas und findet dann dazu mein Tutorial, was ich auf YouTube gestellt habe und landet bei mir und sieht mich das erste Mal. Und dann ist er irgendwann wieder auf YouTube und dann wird irgendein anderes Video von mir ihm vorgeschlagen und wenn ich Glück habe, klickt er dann da drauf und guckt sich dann dieses andere Video noch an und alles hat damit zu tun, kennen, mögen, vertrauen. Das heißt also, die Leute lernen mich über YouTube kennen, also in den Videos, weil ich bin halt so, wie ich bin. Und, ne? Ich mache meine Videos authentisch und verstelle mich da nicht. Also so, wie ich bin, bin ich auch im Laden. So, wie ich einkaufen gehe, bin ich jetzt hier auch bei YouTube. Also, ne? Ich bin halt so, wie ich bin und die Leute können mich einfach kennenlernen. Und wenn sie dann weitere Videos von mir sehen, dann lernen sie mich noch weiter kennen und vertrauen mir und dann kaufen sie auch bei mir Wolle. Also natürlich kann es sein, dass sie nach dem ersten Video schon gleich Wolle kaufen, weil sie einfach von meiner Begeisterung für die Wolle so angesteckt werden. Nämlich das ist nämlich das große Plus bei YouTube-Videos. Du kannst Gefühle rüberbringen. Menschen kaufen von Menschen, das heißt also, wissen jetzt, wenn sie in meinen Online-Shop gehen, von wem sie die Wolle bekommen, wer die Wolle packt, wo das herkommt. Das heißt, sie vertrauen mir, dass die Wolle auch ankommt, wenn sie vielleicht über PayPal mir schon Geld überweisen. Das heißt, es ist schon ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als würden sie irgendwie nur meinen Online-Shop finden, weil sie genau wissen, wer steht denn eigentlich dahinter. Und einfach durch meine Art und Weise und durch meine Begeisterung für diese wolligen Themen springt die Begeisterung quasi auch über auf den Zuschauer. Und das ist einfach mit Blogartikeln nicht zu erreichen. Das ist quasi das Schöne an Videos, an bewegten Bildern. Und du kannst nicht nur dich selber präsentieren, sondern du kannst auch diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die du für dein Thema hast, kannst du halt auch einfach rüberbringen und vermitteln. Und das springt dann, der Funke springt über und dann gucken die Leute immer mehr Videos von dir und irgendwann kaufen sie dann auch. Und das Schöne, was ich einfach an YouTube finde, ist, dass ich mein gesamtes Geschäft steuern kann. Das heißt, habe ich jetzt irgendwie Wolle, die ausläuft oder die weg muss oder wo ich zu viel bestellt habe oder was auch immer, wo ich gerade denke, da habe ich eine Idee, ich möchte jetzt mal einen Fokus auf die Wolle legen. Wenn ich ein YouTube-Video mache, dann läuft genau diese Wolle und sie läuft auch in genau der Farbe, die ich zeige. Das heißt also, ich gucke dann auch, okay, welche Farbe habe ich vielleicht noch am meisten da? Das heißt also, da überlege ich mir dann was, dass ich was zeige, ein Tutorial mache oder dass ich ein Strickset erstelle. Und dann mache ich ein Video und dann ist die Wolle auf einmal weg. Das heißt, dadurch kann ich mein Geschäft total super gut steuern. Hast du vielleicht ein Produkt, wo du sagst, ach, habe jetzt schon lange nicht mehr XY verkauft, dann kannst du das nämlich pushen, indem du dann einfach ein YouTube-Video machst, das dann zeigst, erklärst, wie auch immer und dann auf einmal kaufen die Leute genau dieses Produkt, was du gerade präsentiert hast. Und
Wenn man das weiß, kann man natürlich auch gucken, wo möchte ich meine Bestellungen haben und wo möchte ich, in welcher Woche möchte ich vielleicht nicht so viele Bestellungen haben. Also es gibt Videos, die ich mache, da zeige ich Stricksets, da zeige ich Wolle. Da geht es natürlich darum, die Wolle dann auch zu verkaufen. Und da freue ich mich über jede Bestellung. Und dann gibt es so Wochen, da bin ich vielleicht in Urlaub, da bin ich vielleicht krank, da ist eine Mitarbeiterin krank oder irgendwie ist was anderes, ein großes anderes Projekt, wo ich gar keine Zeit habe, so viele Pakete zu packen. Dann mache ich zum Beispiel ein Tutorial oder dann erkläre ich was, dann stelle ich irgendwie was, ein Magazin vor oder irgendwas anderes, wo ich weiß, da werden jetzt nicht so viele Verkäufe kommen und wenn die Verkäufe kommen, sind sie einfach und man kann sie super schnell bearbeiten. Das heißt, ich kann gucken, wann möchte ich denn eigentlich meine Bestellung haben und wann passt es vielleicht gerade nicht so gut und da veröffentliche dann genau die Videos, dass sie dann halt passen. Und somit, also ich muss sagen, ich liebe YouTube nicht, damit ich da berühmt werde oder was auch immer, sondern einfach als Sprachrohr und als Sichtbarkeit für meine Produkte, dass der Kunde mich kennenlernt, dass diese Begeisterung überspringt, dass die bei mir kaufen und ich steuere komplett mein Geschäft darüber. Ich lege den Fokus auf manche Produkte, die ich, wo ich sage, komm, da kann noch ein bisschen mehr gehen oder ich möchte vielleicht ein Produkt ausverkaufen, weil ich sage, ich möchte das auslisten. Dann mache ich quasi ein Video, um das, den Verkauf anzuschieben. Und in Wochen, wo ich sage, da kann ich gerade nicht so viele Bestellungen gebrauchen, mache ich entsprechende Videos und ich steuere komplett mein Geschäft. Und am Ende macht es mir einfach tierisch viel Spaß, Videos zu drehen. Ich setze mich hier hin, hier ist alles eingerichtet, ich präsentiere meine Wolle, ich mache mir vorher natürlich Gedanken, was ich sagen möchte oder auch hier für diesen kreativen Kanal. Da mache ich mir dann ein Skript oder habe das im Kopf, was ich genau sagen möchte. Setze ich mich hier hin, drehe ein Video und fertig. Und das geht mir viel besser von der Hand, als wenn ich mich da jetzt lange hinsetzen würde, große Blogartikel schreiben würde. Das bin ich einfach nicht. Und das ist einfach wichtig, dass du deinen Weg findest, wie du nach außen sichtbar wirst, wie du deine Produkte präsentieren kannst und dass einfach dieser Funke, dass deine Leidenschaft einfach überspringt. Und wenn du sagst, du bist noch auf der Suche nach dem richtigen Weg, was für dich passend sein könnte, dann kann ich dich einladen in die DIY Hunt mit Business Mastermind. Dann haben wir nämlich schon für alle Teilnehmer und für viele Teilnehmer den Weg gefunden, der für sie richtig ist. Also bei uns gibt es nicht so ein Korsett, so von wegen, du musst einen YouTube-Kanal machen, dann machst du das, dann machst du das, sondern nein, wir gucken, wo für die Teilnehmer die Leichtigkeit ist, wo die Freude ist. Denn da liegt auch der Erfolg. Und es kann sein, wenn du jetzt in die Mastermind kommst, dass wir feststellen, nee, für dich ist Videos gerade gar nichts, für dich ist es vielleicht, weiß ich was. Das heißt also, fühl dich herzlich eingeladen, einfach deinen Weg in die Leichtigkeit, in die Freude und natürlich in den Erfolg deiner Selbstständigkeit zu finden, indem du zu uns in die Mastermind kommst und wir dir dann die entsprechenden Tipps und Werkzeuge an die Hand geben, dass du genau deinen richtigen Weg findest.